Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und wir sind hier heute in Berlin eingeladen zur Store-Eröffnung von Vaditim. Und wir sind gerade auf der Party. Die Eröffnung war heute Morgen um 12.12 Uhr. Und jetzt ist es schon, glaube ich, 8. Es ist 10 nach 8. Und hier sind ein paar Leute eingeladen, die auf jeden Fall sehr korrekt sind. Zum Beispiel Paul's Gym hinter der Kamera. Yeah. Abonniert meinen Kanal. Escape ist auch noch da. Zweiter Link in der Bio. Und ja, hier. Ja, ich glaube, es gibt hier jetzt gerade nicht mehr so viel zu sagen. Wir zeigen euch auf jeden Fall den ganzen Store, machen hoffentlich geile B-Roll-Aufnahmen. Das wird sich dann herausstellen beim Schneiden. Und ich würde sagen, alle Schuhe ein. Ich habe auch noch was zu sagen. Nochmal vielen Dank an die alle heute vorbeigekommen sind. Wir haben echt super viele von euch hier getroffen und ja, wirklich Shoutout an euch oder Prost. Und ja, wir zeigen euch jetzt ins Store. I'm walking down that road, where did all the flowers go? They say we're supposed to grow, learning from the highs and lows. All eyes lying on me, oh, begging me to play the role. 'Cause I'm gonna get it right, I'm gonna get it right. So Leute, wir sind jetzt hier. Hier ist der Eingangsbereich sozusagen und man sieht hier direkt schon vorne Jordan 1 Chicago und einmal in Triple White. Und wenn man hier dann weiterkommt, sieht man dann weitere Schuhe. Sean Wotherspoon, also wirklich sehr viel Heat. Und ich würde sagen, dass hier so die Reihe ist mit den etwas billigeren Schuhen. Sind auch nicht ganz so limitiert, aber trotzdem alle ausverkauft und trotzdem alle finde ich sehr, sehr cool. Und dann zu einem der besten, oder nicht der besten, aber einer der coolsten Areas, und zwar wäre das hier die Supreme LV Abteilung mit einem Schlüsselanhänger, Bogo-T-Shirt, Handschuhe, ein Crewneck und ich glaube, das ist ein Handyhülle oder sowas. Und auf der anderen Seite ist dann hier noch einmal Bogo-Hoodie, noch ein Hoodie und noch ein Hoodie. Und da vorne sieht man dann noch ein paar Yeezys. Und dann einer zu der heftigsten Sachen, dann auch noch die Supreme LV Handtasche. Also falls ihr einer kaufen möchte, hier kann er sie kaufen. Ich würde sagen, das war's so mit der Anfangs-Area. Würde ich auch sagen. Ich glaube, du, Olli, zeigst gleich nochmal die Area oder... Warte, ich zeig nochmal die Klamotten, die es hier so gibt. Hier sind T-Shirts. Geh weg. Also einmal hier die kompletten V-Loan T-Shirts von A$AP Bari mit dem V-Loan. Also in verschiedenen Farben, blau, also es gibt wirklich sehr viele. Dann nochmal ein paar Supreme T-Shirts aus dem letzten Drop. Und hier sind dann noch ein paar Caps. Und was ich eigentlich hier von den Supreme T-Shirts am besten finde, oh hier, unter anderem so ein Bogo T-Shirt, aber auch die Nasty Nas T-Shirts. Also davon hat er hier auch jede einzelne Farbe und ich finde die sehr, sehr gut. Also besonders schwarz und weiß. Die anderen sind nicht so mein Fall. Und hier in der Area die guten alten Color Basis Pants. Davon habe ich hier auch eine. Die schwarz hatte ich auch mal gehabt. Und hier sieht man eigentlich auch nur noch irgendwelche Hoodies. Der Boxlogo Hoodie aus Fall Winter 2017. Und dann noch ein paar andere Babe Supreme Hoodies. Also verschiedene Sachen. Zum Beispiel auch noch ein CG Bogo. Das war's eigentlich hier mit der Abteilung. Okay Leute, also ich mache jetzt mit der Area weiter, wo die etwas normalen Sneaker stehen, und zwar auch in Massen. Und zwar kann man hier eigentlich schon die ersten ganz geilen Schuhe sehen. Hier stehen ein paar Royals, Gold Toes oder Satin, 1er Shadows im Prinzip. Ich weiß nicht gerade den genauen Namen. Ich wusste ihn mal, aber
müsste ich jetzt nachgucken. Steht nicht drauf. Muss ich nachgucken. Hier dann eben ein paar Shadows, so wie die da am Fuß. Genau. Und dann halt noch ein Bretto, mein Lieblingseinser. Keine Ahnung, ein paar Dreier, White Cement oder Free Throw Line. Oder ein Vierer White Cement. Tinker Hatfield, Vierer Levi's, so die Jordan 6 Infrared, Jordan 6 UNC, ein paar Levi's, Elva Base Jam, paar 12er, ich habe den Namen vergessen, wusste ich mal, weil ich mal eine Zeit lang im 12er Hype war. Diesen Schuh hier würde ich auch noch gerne haben, auch mega geil, aber halt auch 550 Euro, ein bisschen teuer, aber ich muss sagen, schon ein richtig geiler Schuh. Air Force One Travis Scott, falls jemand es noch nicht weiß. Und den muss ich sagen, finde ich auch ziemlich geil, aber ich finde den 1.0 sozusagen eigentlich besser, weil die Toebox ist hier halt eben schwarz und ich finde es weiß, also weiß an den Schuh passt irgendwie einen Ticken mehr. Ja, was gibt es hier eigentlich noch zu sagen? Ach, das geht noch eigentlich ziemlich weit. Undefeated 97er, auch ganz cool. Easy 500er. Also hier geht es jetzt weiter zur Adidas Wand. Ich muss sagen, Easy 500er mag ich nicht so. NMD mag ich auch nicht so. Ultra Boost Key City 1.0. Mega geiler Schuh, würde ich mega gerne haben. Steht ja auch das eine oder andere Mal. Was voll lustig ist, die Sohle ist noch keine kontinentalen Sohle und aus dem Grund sind da so richtig fette Noppen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es sieht eigentlich ganz lustig aus. Aber nach zweimal Tragen ist sie abgelaufen. Human Race Trail Blank Canvas, ich weiß es wieder. Dann eben die aus dem Holy Pack, die Pale New, die ich auch noch zu Hause Deadstock stehen habe. Die Sun Glow, auch aus dem Holy Pack. Multicolor, auch aus dem Holy Pack. Ich glaube, damit ist das Holy Pack noch nicht zusammen. Komplett, da ist noch einer. Eben der Oreo noch und ein paar Neighborhood NMDs und Inukis. Wovon wir auch den einen oder anderen ja auch hatten. Ich glaube, das war's mit der Area. Falls ihr euch nochmal irgendwelche Sachen anziehen wollt oder sowas, falls ihr hier sein solltet, könnt ihr es in den Umkleiden machen und that's it. Wir haben noch eine kleine Sache vergessen und zwar stehen hier halt noch ein paar Fear of God Vans. Meiner Meinung nach auch ein richtig geiler Schuh und zwar der hier, also der weiße. Also du kannst auch mich filmen, Olli. Ich habe davon ein paar mehrere Aufnahmen gemacht. Ja, das war's jetzt. Read all the signs, yeah. Still off on the same smoke. Hot box in a Range Rover. She said what I say ain't right. Let me explain it. I just use it on the pain. So Leute, jetzt sind wir auch schon beim letzten Teil vom Store angekommen. Und zwar haben wir hier nochmal eine Vitrine. Ich denke mal, alle Schuhe, die ihr hier seht, sind euch so bekannt. Meiner Meinung nach sind hier auch so die coolsten, also mit die coolsten und natürlich auch die teuersten Schuhe. Wir haben hier oben voll viele V2-Modelle, also die Cream, die Zebra, die Beluga 2.0. Dann haben wir hier hinten noch ein paar 750er. Hier sind noch ein paar Samples. Wir haben halt, guckt auch, euch auch mal die Preise an, das ist teilweise echt verrückt. 12.000 Euro für einen Schuh oder daneben nochmal 30.000 Euro. Und ja, dann haben wir hier nochmal Family and Friends, auch mit 15.000 Euro. Und dann hier einfach nochmal den Pharrell Williams X Chanel NMD. Ja, und dann haben wir hier unten noch die Yeezy Louis Vuitton. Ich finde die persönlich auch mega geil. Und ich finde sogar, ihr könnt ja mal schreiben, ob der Preis gerechtfertigt ist. Aber ich finde sogar, die 2.000 Euro gehen hier einigermaßen in Ordnung. Dann noch die Moonrock. Dann nochmal ein paar Family and Friends. Dann haben wir hier die gelben Human Race. Die Turtle Dove und die Pirate Black und unten haben wir dann noch massig an Off-White Schuhen, also ja, jedes Modell. Und dann haben wir hier nochmal, meiner Meinung nach, also das ist mein absoluter Lieblingsschuh, den ich hier heute so gesehen habe, und zwar der Soulbox Ultra Boost 1.0, dann nochmal die High Snobiety und nochmal die SNS 1.0. Und ja, das war so im Großen und Ganzen der Store. Wir melden uns gleich auf jeden Fall nochmal. Rückwärts, also mit dem auf den Boden, nach einem, der noch nicht ab. Either way,
Am besten Kumpel. Nimmst du auf? Das kannst du sowieso nicht reinnehmen, das ist plus 18, what the fuck? Soffen, weil dann kannst du es nämlich nicht in ein YouTube-Video reinnehmen. Und Leute, es ist jetzt der nächste Morgen und ich möchte vor meiner Abreise nochmal kurz meinen Rucksack vorstellen. Und zwar ist der von Pingpong und den haben sie mir zugeschickt. Ich glaube, das waren 30 Liter oder so, also eine etwas größere Version. Und der hat wirklich perfekt gepasst für ein langes Wochenende. Ich konnte zwei Hosen reinpacken, ich konnte zwei T-Shirts reinpacken, ich konnte Pulli, ein Hemd, Laptop hat auch reingepasst und noch ein paar Schuhe von mir. Also ich habe hier noch zwei Schuhe dabei, deswegen haben da noch meine Brad Toe reingepasst. Und mein Rucksack hat relativ viele Taschen, also hier einmal an der Seite, wo ich jetzt gerade mein Haarspray drin habe. Und hier habe ich so Socken und sowas drin gehabt, was ich da drin habe. Gar nichts. Und die Tasche an sich ist wasserresistent, also nicht wasserdicht, aber das perlt dann einfach davon ab. Und das ist recyceltes Material, also sehr umweltfreundlich gemacht. Und was ich auch noch zeigen möchte ist, also wenn man den Rucksack so hat, kann man den entweder hier aufmachen, was ich persönlich nicht so gerne mag, weil guck mal, wie tief das da reingeht. Alter, wo... Also, wo ist die Laptop-Tasche? Die ist hier. Die Laptop-Tasche so. Ist hier. Und also es geht sehr, sehr tief rein. Was ich nicht ganz so feier, also das wäre mir halt viel zu hoch. Deshalb gibt es hier vorne nochmal eine Tasche. Also hier ist ein Reißverschluss. Und hier kann man dann nochmal auf die Sachen zugreifen. Also ich habe hier zum Beispiel so Zahnbürste. Hier hatte ich jetzt gar nichts drin, aber hier war Laptop drin. Irgendwelche Kamerasachen. Und hier habe ich einfach meine Schuhe und sowas reingepackt. Also hier passt wirklich alles rein, was man für einen Wochenendtrip braucht. Und ja, das war's. Also ich verlinke den auf jeden Fall in der Bio. Und er sieht auch ziemlich cool aus, meiner Meinung nach.